Ja, hi und so. Willkommen zurück zu Mindtest, Let's Play, Creative, Katastrophe und so. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber wir sind schon wieder am Arsch der Welt, irgendwo nirgendwo. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Ich habe keinen Plan, wo wir überhaupt sind. Ja doch, wo wir sind, weiß ich so also ungefähr. Hoffe ich zumindest. Aber wer weiß, vielleicht finden wir die rote Wüste. Ich weiß, irgendwie wird immer der Ausflug zur roten Wüste, der wird immer zur Katastrophe. Können wir das nicht einmal stilvoll machen, ja? So richtig mit Plan? Ich verstehe das nicht. Warum läuft es immer schief? Minimino ist noch on. Sehr schön aus. Aus. So, erstmal hier hoch. Das war die schlimmste Katastrophe meines Lebens. Müssen wir hier dran vorbei an dem komischen Teich, See, Flüsslein oder so. Okay, Minimino reagiert nicht mehr. Wahrscheinlich verstorben. Keine Ahnung. Sein Klient hat keine Connection mehr. Oder er macht gerade irgendwas. Wo kommen wir jetzt hier hoch? Hier nirgendwo. Ah gut, müssen wir hier hinten lang. Wobei können wir auch nicht hoch. Ah, Sprint funktioniert wieder. Hier leckt mich doch am Arsch. Jawoll. So. Dann können wir jetzt ein bisschen sprinten. Ein Gummibaum. Wenn du da deinen Kopf gegenschlägst, tut es nicht weh. Los. One. Digga, wir müssen doch eigentlich diese Kack-Füße durchkreuzen. Ich verstehe das nicht. Wo sind wir überhaupt? Ich kann mich nicht an irgendeine Schneeregion erinnern, die bei uns in der Nähe ist. Gibt es bei uns überhaupt Schnee? Nee, ne? Okay, wir sind ja auch irgendwo, wo wir noch nie waren. Mein Server rendert gerade. Rendert. Mein Server generiert gerade. Das heißt, der Abschnitt hier ist komplett unerforscht. Wir sind also definitiv falsch. Wobei da hinten ist schon wieder Graslandschaft. Kann es durchaus sein, dass wir einfach nur da hin müssen. Ja, und schon funktioniert Sprint nicht mehr. Es lädt sich nicht mehr auf. Ist du bescheuert. Warum tut ihr diese? So, wir folgen mal dem Grünen. Ach, jetzt sind wir wieder hier bei dem komischen Ding. Da hinten müsste gleich ein Wald kommen. Richtig? Ah ja, genau. Das ist das Gebiet, wo wir am Anfang, ne, so hier lang gelaufen. Also, ja. Auf jeden Fall weiß ich, wo wir sind. Was mich zur Frage bringt, wo ist der verfickte, wo ist die verfickte Wüste? Schöne Hülle, by the way. Oha.
Ja, ich weiß, unser Haus ist in die Richtung, aber ich will trotzdem mal gucken, weil da hinten ist ja auf jeden Fall eine Wüste. Ist zwar eine weiße Wüste, keine rote, aber ich habe keinen Plan, wo die rote Wüste ist. Ich weiß doch auch nicht mehr. Und unser Sprint funktioniert nicht. Oh Mann, oh. Warum ist das so? Alles, was ich will, ist ein bisschen Liebe, Mami. Ich glaube, wir setzen uns denn mal bei der Roten Wüste einfach so ein Safe Point oder sowas, keine Ahnung. Ah, Sprint funktioniert wieder. Komm, lad auf, wieso, wieso lädt das nicht mehr? So, da hinten ist was Rotes, da gehen wir einfach mal hin. Oh, es kommt schon. Ich will da gerne hin. Man kann da nirgendwo hoch. Ernsthaft jetzt? Kann man da hoch? Sieht fast so aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, da ist roter Stein. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt unsere rote Wüste ist, wo wir schon mal waren. Auf jeden Fall ist das eine rote Wüste. Gut, dann haben wir doch mal was gefunden hier. Ist ja schlimm. So. Oh, okay, wir waren hier auf jeden Fall. Ach, das war das, wo hier dieser Gummibaum war. Ja, genau hier war der Gummibaum. Unser erster Gummibaum, den wir gefällt haben. Das ist also auf jeden Fall nicht die Wüste, die ich eigentlich, wo ich eigentlich hin wollte, aber schön, dass wir noch eine rote Wüste haben. Ja, ich gehe jetzt zu dem Berg und baue da ab, damit wir nicht so Krater irgendwo hinterlassen. Hier können wir das jetzt schon reinbauen. Ohne dass jemand stört. Und die erste Spitzhacke ist kaputt. So, weg, 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 weg. Ach, komm jetzt hier, bam. Da. Brr. Sehr schön. Ja, schmeiß was kannst du gleich mal in unseren elektrischen Ofen rein. Können wir das Ding ein bisschen einheizen? Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Egal. Haben wir Fackeln dabei zufällig? Nee, ne? Wieso kann ich denn hier nicht? Also, was ist das überhaupt? Wüstensandstein. Naja.
Ich sehe nichts mehr. Ich brauche sie einfach nur noch blind ab, ne? Ich sehe gar nichts mehr. Wir hätten mal Fackeln mitnehmen sollen, ne? Gut, wir haben mittlerweile 6 Decks, fast vollständig. Ich würde mal sagen, wir machen einfach hier noch irgendwo so kleines Loch rein, damit wir wieder was sehen. Wir könnten da hinten doch die fliegende Insel abbauen. Fällt mir gerade mal so ein. Da oben. Ah gut, okay. Von hier sieht es aus wie, als wenn es 2 Steinarten wären. Und hier ist das Ach na, weil da Schatten ist wahrscheinlich. Da ist mehr Licht als da und deswegen ist es heller als das. Ne, das ist so ein ganz kleiner Helligkeitsunterschied zwischen der und der Stelle. Aber es kann natürlich daran liegen, ne, wegen so Licht und Schatten sind Teil des Lebens und so, ne? Ach ja, Sailor Moon. Darüber hatten wir ja letztens geredet, ne? Über Sailor Moon hatten wir letztens viel gequatscht gehabt. So, dann brechen wir hier durch die Wand. Können wir sogar nach unten bauen, das ist sehr schön. Aber wir wollen erstmal nach oben. Nach unten bauen können wir später immer noch. Und die nächste Spitzhacke ist kaputt. Ja, ich baue jetzt einfach mal ein bisschen mehr Wüstenstein ab, weil wie es aussieht, brauchen wir davon doch öfters mal was. Deswegen würde ich jetzt davon einfach mal einen kleinen Vorrat haben. Damit wir nicht andauernd für die rote Wüste suchen müssen. Außerdem, umso seltener wir in die Wüste gehen, umso mehr müssen wir die Wüste mal suchen, wenn wir in die Wüste gehen. Und das ist doch auch ganz geil, oder? Wer jetzt ja sagt, ist ein Masochist. Sadist. Schon wieder Sandsteine hier unten. So, ich würde mal sagen, eine machen wir noch, dann machen wir die auch kaputt. Und wenn die dann kaputt ist, dann sollten wir auch genug Sandstein haben und die sind dann verhungern. Das sollte auf jeden Fall an Sandstein reichen. Außerdem ist langsam die Sicht hier ganz schön eingeschränkt. Da war gerade ein bisschen Licht.
wie man einfach, upsala, wie man einfach nichts mehr sieht. Aber sieht schon geil aus, ne? So von außen, wenn man hier so reingeht, wie so eine Gruft. Ja, hier drin ist der Sarg des Pharaos. Oh mein Gott. Ja, komm raus jetzt hier. Goddammit. Fällt überhaupt nicht auf, nein. Eigentlich muss jetzt so der gesamte Stärk, das gesamte Steinmassiv einfach so einstürzen. Das ist ja witzig. So, ich würde mal sagen, mehr brauchen wir nicht. Sollte erstmal reichen, dann gehen wir jetzt mal erstmal wieder nach Hause. Ich habe jetzt keinen Bock, extra nochmal ein Loch anzufangen, weil in dem Loch sehen wir halt nichts mehr. Von daher haben wir von der Spitzhacke sogar noch ein bisschen übrig gelassen. Mann, oh du heilige Sprinttaste, bitte funktionier. Kennt eigentlich jemand dieses, ich weiß gar nicht, ob es ein Sketch ist oder keine Ahnung was, die heilige Handgranate? Ich weiß gar nicht, ob man sowas auf YouTube findet. Müsst ihr mal suchen bei YouTube die heilige Handgranate. Ist geil. Also hier ist wirklich echt alles ineinander. Wir haben eine silberne Wüste, ne, mit dem grauen Stein. Wir haben eine normale Wüste mit dem normalen Sandstein. Da. Und wir haben eine rote Wüste mit dem roten Sandstein. Oh! Da ist eine Kiste. Okay, fuck the shit, ich geh da hin. Ich will die Kiste haben. Ich will wissen, was da drin ist. Wobei die Frage ist, ob wir da hochkommen. Wo ist da die Kiste? Genau. Mann, warum geht diese Kacksprint-Taste nicht? Das ist so traurig. Das ist so unendlich traurig. Kommen wir überhaupt hoch? Nee, ne? Alter, der? Der Berg sieht aber ganz schön abgeschnitten aus. Ich meine, das da, ne? Das da sieht natürlich aus, aber das da wirkt echt einfach abgeschnitten. Wie als wenn irgendwie der Map-Gen gecrashed ist oder irgendwie komisch ist oder sowas. Sehr suspekt. Das Problem ist, das Gestein ist hier auch sehr steil. Ich glaube, wir kommen nicht so einfach rauf. Digga, was denn? Die sieht schon ein bisschen witzig aus hier. Okay. Ja, doch eine Kiste. Oh, ein bisschen Stahlbach, ein bisschen eigentlich nicht so geile Sachen, aber was soll's. Aber wir können Fackeln bauen. Das ist doch mal was Schönes. Yay, yeah, wir haben Fackeln. Das hat die Welt gebraucht. Du Hurensohn. So, Platz kann nicht schaden. Wow. Was auch immer hier drunter ist, da ist jetzt nichts mehr. Da auch nicht. Tja, also irgendwie hat der Map-Gen echt ganz schön rumgespielt, ne? Also irgendwie ein bisschen seltsam ist das schon. So, gibt's noch mehr zu sehen, ne? Nö. Na gut. Dann gehen wir mal heim.
Also, beziehungsweise das vielleicht zu der Kiste, wo wir eigentlich gerade hin wollten. Die gibt es ja auch noch. Die Frage ist, ich glaube, da komme ich hier vorne besser lang, oder? Nee. Ach, scheiße, die Wand dann. Mann. Was ist denn hier mit meinen Bergsteiger-Skillen los? Alter, hallo? Wie war's mal mit Springen? Du Hurensohn. Ach Mann, ich krieg die Krise. Springen konnte ich auch mal besser. Geht doch. Ah gut, jetzt komm ich aber hier nicht weiter. Ja, leck mich halt. Och komm jetzt, ist doch nicht mehr dein Ernst hier. Ja, witzig, haha. Dankeschön. Meine Güte. Bäh. Wo komme ich jetzt hier am dümmsten lang? Da komme ich nicht hoch, hier komme ich auch nicht weiter hoch. Leck mich. Nö. Hier komme ich auch nicht lang. Yay, geschafft! Woo, Hardcore! Oh, geht's auch noch weiter. Okay, das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Weg. Feierabend. Hallo? Oh, das ist eine Kiste. Oh Gott, das ist alles so traurig. Wow! Dark. Hä, wieso gibt es keine Farbe? Doch, Farbe gibt's. Wer weiß. Farbstoff, Alter, ernsthaft jetzt? Wollt ihr mich ruinieren? Kein Bock mehr raus hier, kein Bock. Schieß Feierabend hier. Wollt ihr doch verarschen hier, wollt ihr mich doch. Hier hätten wir gut Steine abbauen können, sag mal. Hier ist schön hell. Man könnte aus, ganz ehrlich, man könnte hieraus auch eine richtig geile Wohnung bauen. Jetzt mal no joke. Man könnte hieraus eine richtig geil krasse Wohnung bauen. Guckt euch mal diese Gestaltung hier an. Alter, das wäre eine richtig geile Wohnung. Okay, Leute, wir ziehen oben. Spaß. Ah nee, komm, wir gehen wieder raus. Ab nach Hause, kein Bock mehr. Ist dann hier? Nein. Ey, so könnten wir auch gut nach Sachen suchen, die wir nach Sachen gucken, die wir suchen. Zum Beispiel nach Chili. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal direkt nach Hause. Oh, du heilige fliegende Insel. Schenke mir deine Schwerkraft. Oder deine Leichtkraft. Du fliegst ja. Diese nicht funktionierende Sprinttaste. Ich will so sterben. Gut, das wird zwar noch schnell nach Hause und dann würde ich mal sagen, haben wir für heute genug gemacht. Also für mich für heute, für euch ist ja jetzt nur die erste Folge von heute. Gott, Alter. Sieht interessant aus, aber weit doch nicht.
Ich gehe einfach mal querfeldein. Du bist ja jetzt direkt auf unser Haus kommen. Also wirklich so wirklich genau zielgerade. Wenn ich jetzt das hier mache, sieht man es denn schon? Na, er lebt. Wofür sieht man so nicht viel mehr als so? Normalerweise wird das Sichtfeld ja verändert. Okay, doch, man sieht ein bisschen mehr. Das bringt aber nichts. Okay, also rechts von uns ist schon mal der Dschungel. Das heißt, wir sind auf jeden Fall richtig. Ist doch schon mal schön. Ist doch schon mal ganz geil. Das müssen wir aber genau vor das Haus zu laufen, oder? Oh, Alter, ey, ich hab gerade die drei Tasten so gedrückt mit einer Hand. Bäh. Die Umschalttaste, die W-Taste und die Z-Taste mit einer Hand zu drücken, das ist ja schon ganz schön der Krampf. Boah, Alter. Da kriegst du ja Warnkrämpfe in den Fingern. Ja, sowas geht. Langsam nähern wir uns. Oh mein Gott. Wobei, so wirkt es schneller. Ich lass mal so. So wirkt es gleich mindestens zehnfach so schnell. Eigentlich können wir hier auch mal reparieren, ne? Das sieht ja, freundlich ausgedrückt, scheiße aus. Gib mal her die Kanne. Och, lass mich doch durch. Ich bin Arzt. Nein, ich wollte eigentlich. Ist jetzt egal. Boah, Alter, willst du mich verarschen hier? Danke. So wäre ich viel besser. So, wieder irgendwelche Tiere rausgebrochen hier? Nein? Sehr gut. Schnauze. So, jetzt bleibt der Strauch schon frisch. Was? Was ist geschehen? So, nein. So. Ach, lassen wir erstmal so. Gut, da will ich mal sagen, ich bringe mein Handy um. Da will ich mal sagen, ja, schau mit V. Bis, also für euch dann bis gleich, ne? Man sieht sich. Ja.